Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zu einer Vorschau für das erste DLC für Panzer Corps 2. Es handelt vom spanischen Bürgerkrieg und wir werden hier auch einige neue Features in diesem DLC für das Spiel bekommen. Das DLC erscheint offiziell am 16. Juli. Wenn ihr Besitzer der Field Marshal Edition für Panzer Corps 2 seid oder euch die jetzt vielleicht auch noch kauft, dann erhaltet ihr dieses DLC und auch das folgende, das 1939 DLC, kostenlos dazu. Und ihr bekommt außerdem die Möglichkeit, dass ihr eine Woche vor Release die DLCs spielen könnt. Das heißt konkret für das spanische Bürgerkriegs-DLC nicht erst am 16. Juli, sondern bereits schon am 9. Juli. Es gibt ein paar neue Features, die wollen wir mal kurz durchgehen, bevor wir natürlich auch selber dann mal in die erste Mission einsteigen. Der spanische Bürgerkrieg ist, ich sag mal so, nicht so linear, die Kriegsführung. Es gibt sehr viele verschiedene Fraktionen. Es soll so sein, dass man zwar auf deutscher Seite kämpft, aber man selber, einfach aufgrund der Historie, keine bis wenige Einheiten als Infanterie hat. Also die Italiener, die da noch unterstützen und mitwirken, haben wohl Infanterieeinheiten. Es soll dann aber so sein, dass man befreundete KI mit auf dem Schlachtfeld hat, die dann Infanterieeinheiten haben und an denen man sich im Grunde orientieren muss, wie die sich also verhalten. Das finde ich einerseits eine ganz coole Idee. Wie gut sich das am Ende spielt, müssen wir mal sehen. Denn natürlich ist es immer eine Frage, wie gut dann diese KI ist und wie gut sie agiert. Oder ob man nur permanent damit beschäftigt ist, diese KI irgendwie aus der Scheiße rauszuziehen. Da bin ich also sehr gespannt. Außerdem soll es so sein, dass auch die KI, feindliche KI, ob sie befreundet ist, ich gehe mal davon aus, auch die Helden hat auf ihren Einheiten und dass die KI auch Einheiten über einzelne Szenarien hinweg mitnehmen kann, unter der Voraussetzung natürlich, dass die Einheiten nicht zerstört werden. Außerdem werden neue Siegbedingungen eingeführt. Das heißt konkret, dass man nicht mehr nur irgendwelche Siegfelder einnehmen muss, sondern dass man zum Beispiel Einheiten retten muss, eskortieren muss, Gegnereinheiten abfangen muss, Minen legen muss. Irgendwas in die Richtung soll es geben, da bin ich sehr gespannt drauf. Und es soll auch nicht mehr nur so sein, dass man entweder die Mission gewinnt oder verliert, sondern es soll quasi gewisse Abstufungen geben. Und zum Beispiel auch Bonusmissionen innerhalb eines Szenarios. Wenn man diese Bonusmissionen abschließt, bekommt man extra Punkte, die man dann zum Beispiel für extra Heldenoffiziere einlösen kann. Das soweit zu den groben Änderungen. Es werden auch einige neue Einheiten mit dem DLC mitgeliefert. Das Schöne ist, dass man sich das DLC nicht kaufen muss, um diese Einheiten zu bekommen. Jetzt wird man sich fragen, ja, aber wozu brauche ich die denn, wenn ich das DLC nicht habe? Ja, man kann ja natürlich mit dem Missionseditor sich auch eigene Szenarien zusammenbauen und kann die dann, ohne dass man das DLC hat, die Einheiten aus dem DLC mit dafür nutzen. Das Spiel und natürlich auch die DLCs wird es in meinem Partnershop oder gibt es in meinem Partnershop Games Planet. Dort bekommt ihr die Steam Keys etwas günstiger als bei Steam. Wenn ihr euch also das Hauptspiel oder auch später das DLC, dieses hier oder vielleicht das andere, kaufen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung oder ins erste angepinnte Kommentar. Dort findet ihr die Links zu Games Planet, wenn ihr dort einen Kauf tätigt über diese Links, ob es jetzt nun Panzer Corps oder irgendein anderes Spiel ist aus dem Shop tätigt, dann bekomme ich eine kleine Vermittlungsprovision, ohne dass für euch mehr Kosten entstehen. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank für die Nutzung. Wundert euch nicht, das DLC ist in dieser Preview-Version, die ich vom Publisher erhalten habe, im Moment nur auf Englisch verfügbar. Die DLCs sind dann aber auch spätestens zum Release in allen vorhandenen Sprachen, auch vom Hauptspiel, erhältlich. So, spanischer Bürgerkrieg. Wir spielen auf der normalen Schwierigkeitsstufe. The Spanish Civil War has begun. Nationalist Spain calls for aid and Germany answers by sending in the Condor Legion.
It is the perfect opportunity to test the newest weapons and tactics in real combat. 1936 bis 39, 14 bis 16 Szenarien. Ich denke mal, es gibt einen alternativen Zweig. Und wir können maximal 2,5 Sterne pro Einheit erhalten. Also quasi Einheiten hochleveln. Ich sage, unbegrenzt rückgängig machen. Hängt einfach damit zusammen, dass ich gerne mal einen Missklick habe und das umgehen will damit. Wir haben den Kriegsnebel. Wir haben spielen ohne Rundenlimit. Den Rest lassen wir so aktiviert bzw. nicht aktiviert und gehen mal auf Spielen. So, in this campaign you can earn commendation points by completing bonus objectives. You begin this campaign with zero commendation points. Das sind diese Punkte, die ich angesprochen habe, wenn man die Bonusziele erfüllt, dass man dann mit denen extra Helden bekommen kann. So, unser General wird natürlich Lauch heißen. Wir nehmen hier ein Babyface, der passt doch ganz gut. Da wir keine Infanterie haben, ist natürlich Infanteriegeneral so ein bisschen obsolet. Was wir auf jeden Fall bei den Negativen, bei den Schwächen machen, ist Angst vor dem Unbekannten. Genau, kann Einheit nicht den Befehl geben, sich durch den Kriegsnebel zu bewegen. Außerdem hätte ich gerne Befreier. 50% mehr Prestige für das Erobern von Flaggen. Und ich hätte gerne den Blitzkriegsstrategen. Alle Panzer erhalten plus 1 Bewegungspunkt und können kleine Flüsse leichter überqueren. Oder erhält für jede Schlacht zusätzliche Hilfstruppenfelder, deren Anzahl 50% der verfügbaren Kernarmeefelder entspricht. Eiserner Griff, eingekesselte feindliche Einheiten erleiden zweimal so hohe Malusse. Flexible Befehlsgebung für das Aufteilen von Einheiten. Na, das brauche ich nicht oder das nutze ich nicht. Umgebungskontrolle. Intensive Aufklärung. Alle primären Ziele werden auf der Karte dauerhaft aufgedeckt. Plus 5% Genauigkeitsbonus durch alle Aufklärungseinheiten. Gute Beziehungen zur Industrie. Erhält in jedem Szenario aus dem ersten 15 oder 20 zufällige Prototypen. Das mit der Aufklärung finde ich ganz spannend. Da werden wir mal indirekt auch gezwungen, unsere Scouts ordentlich einzusetzen. Ich glaube, das mache ich mal. Und wir gehen mal auf Annehmen. So, hier scheint es noch keine Audioausgabe, keine Sprecherausgabe zu geben. Deswegen müssen wir uns das hier durchlesen. Oberleutnant Stefan Wagner, reporting for duty. May I say it's an honor to meet you, General Lauch. I swear now to faithfully serve you and the fatherland to any end. I have your orders, direct from Commander Sperle. Shall we begin? As you are undoubtedly aware, our government has pledged to aid the Spanish nationalists in their uprising. Our development to Spain is to begin immediately, but there are some critical details I feel you must be made aware of. Because we don't want to undermine the legitimacy of the nationalists, we will not be deploying any German infantry forces to the Spanish conflict. Das ist das, was ich angesprochen habe. Therefore, your battle group, Kampfgruppe 88, is to provide supporting roles to assist the main body of nationalist forces in their coup. You will be expected to work closely with our Spanish compatriots in the campaign ahead. Speaking of which, our first assignment is to safely escort them across the Strait of Gibraltar. Primary objective, capture and hold Cadiz and Sevilla. Ich meine, das ist Sevilla auf Englisch. Airfield. Also einmal hier und einmal Cadiz Airfield wird das hier vermutlich sein. Bonus objective, capture and hold Auxiliary Airfield. Das ist das hier im Norden. Bonus objectives. Garrison 5 Sevilla Hexes with Army of Africa Units. Hier sind schon mal 4. Hier sind noch weitere Afrika-Einheiten und die sollen wir als Bonus-Objective hier in diese Felder auf Sevilla oder in Sevilla reinstellen. First off, we'll need to transport our own forces to Spain. Unfortunately, this will be easier said than done. The Republican battleship James 1 is on constant patrol and submarine reports show she is on her way to
interdict our operations as we speak. Also die ist hier hinten und fährt hier Patrouille. You will only have a limited opportunity to move your forces across the Strait of Gibraltar before the Republican naval blockade arrives. I wouldn't try to destroy the J-1 and her escorts either. Our light biplane bombers are woefully unprepared to deal with a battleship. We'll just have to deal with her later. There should be enough time to transport 2 waves of units by naval transport if you move quickly. Army of African units will mostly likely needed to be airlifted as they are a bit behind our embarkation points. Okay, die müssen wir also einfliegen, wenn ich das richtig verstanden habe. Once aground, our advance to Sevilla should be easy enough. Ja, also einmal hier lang und einmal der Straße gerade folgend. After we've cleared any resistance around Sevilla, we should hold the city against any potential counterattack. We need to hold the city long enough to transport Franco's army of Africa to Spain. To ensure we have ample friendly infantry forces in our campaign to come. Ja, also wir müssen die Counterattacks aushalten und die Franco-Army aus Afrika zurückholen. Good luck, mein General. We will see you on the Spanish mainland shortly. The victory for Germany. Alles klar. Lagebesprechung beenden. Wir können nichts kaufen. Wir können ja mal hier reingucken. Das Kauffeld ist leer. Doch, wir könnten Panzer kaufen, aber... Ihr seht schon, wir haben alle Kernarmeefelder aufgebraucht. Wir könnten jetzt den... Das können wir noch machen. Die haben alle... Doch, die haben schon... Die haben schon... Die haben schon... Die sind auch alle schon... Ich nenne es mal mechanisiert. Also mit Pferdewagen ausgerüstet. Und die spanischen Infanterieeinheiten können wir nicht... nochmal upgraden, weil die ja effektiv gesehen nicht zu uns gehören. Das heißt, wir können hier im Grunde nichts machen, außer dass wir jetzt hier einfach mal auf Lagebesprechung beenden gehen. Das ist dann, glaube ich, hier oben. Aufstellung beenden, genau. Und wir jetzt einfach mal gucken müssen, wie wir unsere Einheiten hier über ja, die Straße von Gibraltar bekommen. Im ersten Schritt bewegen wir mal die Einheiten hier unten Richtung des Hafens. So, die hier drüben natürlich auch. Hier haben wir jetzt natürlich wieder den Nachteil durch unseren... Also durch unseren Nachteil. Das heißt, sie können halt nicht in den Kriegsnebel reingehen. Okay. So, dann die Einheiten. Die Flugzeuge können wir einfach nur zum Spotten mal benutzen. So, das sind Jagdflugzeuge. Ach, guck mal. Da haben wir doch schon mal was. Und wir haben taktische Bomber. Ich würde gerne vorher noch mal... Hat er hier Flak stehen? Was ist das denn? Pferdewagen. Milizia. Also Milizen, so wie das aussieht. Ja, das sind einfach nur bunt zusammengewürfelte Einheiten. Gut, wir haben hier diesen taktischen Bomber, der irgendwie keine Angriffsstärke hat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das nur ein Anzeigefehler ist. Tatsächlich nicht. Der kann... Hä? Was hat denn der für Eigenschaften? Ach, das ist ein Aufklärungsflugzeug. Siehst du? Und dafür... Warum der bei den taktischen Bombern mit drin ist, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Aber okay, dann können wir das nämlich so einsetzen. Dann greifen wir mit den richtigen taktischen Bombern...
Was haben wir hier in der Stadt noch stehen? Ah, wir haben noch Flugzeuge. Haben die hier eine Flak oder so? Mit 20 mm, okay. Was ist, wenn ich mit den... Minus 2, minus 2. Okay, das heißt, wir geben ihm... Wir geben hier einen Jäger hin. Und wir geben einen Jäger... hier hin, um einerseits den Scout zu verteidigen und andererseits aber auch dort anzugreifen. Das heißt, einen taktischen Bomber setzen wir jetzt dahin. Den anderen setzen wir dorthin und wir... Hallo? Wow! Okay! Nehmen ihn da mal direkt raus. Was ist das? Das ist ein normaler Jägerunterstützung, Tiefflieger. Das ist ein taktischer Bomber, so wie das aussieht. Nee, ist ein Jagdflugzeug. Jägerunterstützung, ja logisch. Der hat aber nur eine Kampfstärke von 5. Also der ist wirklich schwach. Wir könnten ihn sogar versuchen, nee, anzugreifen geht nicht. Wir könnten aber dann mit ihm natürlich noch hier drauf. Ja, das war nicht so ganz so effektiv. So, jetzt haben wir hier Panzer, die natürlich eher, das sind Panzer 1A, die sind eher geeignet gegen Infanterie. Die laden wir in die Schiffe ein. Wir haben 6 Schiffe und 4 Flugzeuge. So, der Scout geht hinterher und lädt sich ein. Und wir laden natürlich auch eine Artillerie ein. Und was wir auch machen können, können wir die schon... Wir können sie upgraden. Wogegen denn? Nee, wir brauchen natürlich erstmal einen Flugplatz, um sie überhaupt irgendwo hin transportieren zu können. So, die Pack. Eine Pack und nochmal bitte... eine Artillerie, so einladen. Wir haben jetzt noch 2 Schiffe. Die kann sich nicht einladen, weil sie mehr als 2 Felder gezogen ist, oder was? Ah ja, gut, dann nehmen wir natürlich den Panzer hier. Schicken den dahin, den Scout. Könnten wir jetzt auch noch einladen, genau, den schicken wir hier dahinter. Die Flak geht dahin, die Pack geht hierhin. Und jetzt bin ich tatsächlich gespannt, ob wir hier mit den Schiffen ohne Probleme auf die andere Seite kommen. Er haut ab, die Flak kommt. Okay, die macht aber nur Unterdrückung. Die hauen ab, die hauen ab. Okay, die haben sich auf erhöhtes Gelände zurückgezogen. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier haben wir eine Arti. Hier haben wir einen Panzer. Mit dem Panzer können wir direkt die Stadt hier einnehmen. Und wir... Ah, aber er kann nicht nochmal angreifen. Okay. Dann würde ich sagen, stellen wir einen weiteren Panzer. Mal kurz gucken. Wir haben hier ein Kfz, ein Scout. Ich würde gerne hier eine Arti hinstellen. Hier. Die geht mal bitte hier hin. Und einen Scout bitte dahin. Genau. Der Punkt ist halt, wenn wir jetzt hier noch einen Panzer hinsetzen, dann kriegt er natürlich keine Unterstützung. Wir könnten aber mit denen noch vorrücken. Das heißt, es ist eine Pack. Das ist ein Scout. Das ist ein Panzer, der kommt aber nur dorthin. Okay, dann lade ich mal aus. Geh mal dahin. Geh du mal dorthin. Dann haben wir jetzt noch einen Panzer, den kann man auch ausladen. Der geht dahin, geht dorthin. Die Arti stellt sich da in die Mitte. Und jetzt haben wir noch eine Pack. Die kann sich mal... Ja, okay, dann lad du dich dort aus und du lädst dich da aus. Können aber halt alle nicht nochmal angreifen. So, dann bewegen wir die erstmal, damit die weitergehen können im Zweifelsfall, genau. Zack.
die da lang. Wir bewegen uns straight Richtung. Das sind übrigens zwei Flugplätze, die wir dort haben. So, ist das. Das ist ja auch ein Flugplatz, oder? Ist das ein Flugplatz? Nee, das ist nur ein Versorgungsfeld. Was hat er denn da gesprochen? Wir sollen Cadiz Airfield und Sevilla Airfield. Wo ist denn das Airfield von Cadiz? Ich dachte, das wäre das hier. Aber ist es? Ach, hier. Entschuldigung, da ist das Airfield. Na klar, wo das Flugzeug ist. Okay, wir haben jetzt hier Jäger. Können wir mit den Bombern eventuell die Flak da ein bisschen ärgern? Naja, nicht so richtig. Minus 1 bekommen wir da an Damage. Wir können aber auch einfach ihn hier oben angreifen. Kommen wir mit dem bis... Ah, bis zu dem Panzer kommen wir nicht. Was hatten die für eine Reichweite? Die hatten eine Kampfreichweite von 2. Na gut. Aber wir hatten ja auch schon gesehen, wir geben ihm erstmal hier den Support mit. Wir hatten ja auch schon gesehen, dass sie nur Unterdrückung macht. Was steht hier noch auf dem Feld? Nachschublager, da steht keine Einheit. Okay. Dann nehmen wir hier ihn. What the fuck, das Nachschublager ist das Problem. Das hat einen Verteidigungswert von 14 und jetzt gucken wir mal kurz drauf. Ein Ziel, Einzeleinheit, die Einheit greift immer so an, als hätte sie die maximale Stärkepunkte, keine Kontrollzone, bis zum letzten Mann, keine Versorgung nötig, keine Einheitenverwaltung. Hey. Und das scheint aber eine Reichweite von... Keine Reichweite, keine Kampfreichweite. Trotzdem bekommen die Flugzeuge, seht ihr das? Wenn ich sie hier hinsetze, definitiv Damage. Und das kommt... Das muss von diesem Versorgungsfeld kommen. Das ist natürlich Kacke. Das ist natürlich Kacke. Dann setzen wir einfach mal unsere Jäger... Hierhin, falls er ankommen sollte... Und ich würde jetzt trotzdem einfach mal testen, was passiert, wenn ich ihm da eine... Einfach mal testen. Ja, er macht halt sehr viel Unterdrückung. Das ist natürlich scheiße. Jetzt müssen wir, sind wir natürlich gezwungen, hier auch Support mitzugeben. Das war jetzt mal so ein Test. Hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Gut. Wir müssen hier noch die Einheiten einladen. Die Arti. Die Pack. Er hat ja gesagt, wir können zwei Wellen rüberbringen. Ich hoffe, dass das stimmt. Und dass jetzt nicht das Flugzeug schon kommt. Wir könnten mal den Scout. Das Schiff meine ich natürlich. So, das ist ein taktischer Bomber. Mit dem können wir jetzt gerade nichts anfangen. Okay. Okay, dann ab in den Rundenwechsel. Okay, was hat er da geschrieben? Oh, 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 shit, 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 big shit. Ach stimmt, das ist ja eine 10 cm und keine 15. Oberleutnant Wagner, mein General, the J-1 and her escorts have arrived. Of the coast. We must transport the army of Africa by air with Jude 52 from now on. Danke für den Hinweis und vor allem nochmal danke an mich selber für den Hinweis, dass ja das eine 10,5er ist und keine 15 cm. Das heißt, die gibt keinen Support gegen Panzerangriffe. Wir hätten also die Pack dorthin stellen müssen. Wir können mit den Panzern die... Okay, wir stellen die Pack hier hin. Und das ist... Ach, was hat denn der für einen Vorteil? Schnelles Feuern und Überrennen.
Achso, der hat sich ja gerade den Overrun geholt. Okay, pass auf, dann du dahin. Der Scout kommt nicht bis da hoch. Wir stellen ihn mal dahin. Wir müssen jetzt natürlich hier alles abladen, was wir haben. So, greif ihn erstmal an. Beweg dich da hoch. Der Scout geht dorthin. Und wir schaffen uns jetzt Platz, dass wir hier die Einheiten ausladen können. Raus mit dir. Raus mit dir. Raus mit dir. Okay. Das heißt, die restlichen Einheiten müssen mit Flugzeugen transportiert werden. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das Schiff auch Landeinheiten angreift. Das wäre sehr nervig. Aber das heißt, wir müssten relativ schnell jetzt zusehen, dass wir von der Küste wegkommen. So, greifen ihn an. Oh, er brennt ihn. Sehr gut. Und witzigerweise haben die Bodeneinheiten, das ist ja geil, der Scout kann da angreifen, ohne dass ihm irgendwas passiert. Wir können ihm auf jeden Fall erstmal den Flugplatz wegnehmen. Oh wow, das war's schon, oder was? Ist das jetzt zerstört? Das ist ein bisschen schlecht erkennbar, weil... Tatsächlich. Cadiz gehört uns. Und jetzt könnten wir die Jäger schon verlegen. Das Geile ist, dass wir den direkt angreifen können. Wir holen mal noch einen zweiten Jäger. Das war jetzt nicht ganz optimal. Wenn ich gewusst hätte, dass das Ding mit einem Schuss rausgeht, da hat man auch leider nicht gesehen, wie viele Hitpoints das hat. Dann hätte ich natürlich die Panzer erst später rangezogen. So, jetzt haben wir alle drei Jäger. Die trotzdem nehmen die Schaden. Das ist krass, wie stark ist der denn? Eigentlich nicht so stark. Aber die sind halt noch auch nicht wirklich stark. Die Prognose ist schlechter als das Ergebnis am Ende. Das überrascht mich natürlich jetzt. So, geh du schon mal dahin, auch wenn wir dich hätten auf. Der hat nur einen Punkt verloren gehabt. So. Okay. Die. Ach ja, den Scout noch. So, da haben wir alle Flugzeuge verlegt. Diese haben alle gezogen. Jetzt sieht das natürlich gerade sehr wirr aus hier. Ich stelle mal die Pack hier noch hinter die beiden, dass die Supportfeuer geben könnte, falls hier ein Panzer auftaucht. Das sieht jetzt gerade ein bisschen wirr aus, weil ich halt das Ding hier ein bisschen komisch angegriffen habe. Mal gucken, was er uns hier entgegenwirft. Beziehungsweise wie schwer das Ganze hier noch wird. Wir gehen mal auf den Rundenwechsel. Ah ja, er führt Panzer von oben wieder ran, wie wir sehen. Ach ja, und er greift tatsächlich mit dem Schiff da an. Das heißt, wir müssen weg von der Küste. Das ist natürlich ekelhaft. Okay. Feuer frei. Was zählt das denn eigentlich? Das zählt als Aufklärer und ist dementsprechend Klasse Panzer. Zielart hart. Okay, gut. Wir wissen ja, dass unsere Scouts den Vorteil bieten. Dementsprechend stellen wir hier einen Scout hin. Wo ist denn der andere Scout? Der ist dort. Kommt der bis darüber? Ne, der kommt gar nicht bis darüber. Wir stellen ihm einen Panzer davor und einen Panzer dahin. Wir stellen ihm... Ah, die Pack kommt dann... Okay, der geht dahin. Okay, kann der Scout nochmal ziehen? Oh nee, der steht jetzt da irgendwie so ein bisschen... Der steht da jetzt ein bisschen auf 7:30. Das ist natürlich nicht schön. Zumal der dann
da von der anrollenden Infanterie natürlich ein Problem kriegt. Können wir eventuell... was ist das hier? Das ist die Flak. Shit. Wir könnten da einen Panzer hinstellen. Hier den Scout. Pack stellen wir mal dort hin. Und die Arti stellen wir mal dahin. Okay. Jetzt haben wir natürlich noch unsere Flugzeuge. Den hier frischen wir mal direkt auf. Oh, 70 mm Arti. What the fuck? Und er hat wieder eine Flak da stehen. Oh, krass. Wir geben ihm natürlich einen Jäger als Support mit. Ja, die 20 mm tut natürlich gegen diese Jäger richtig weh. Wir haben aber auch noch einen Scout. Den können wir mal hier hinten lang führen. Und dann sehen wir schon. Hallo, mein Freund. Du versuchst da abzuhauen. Das versuchen wir mal aktiv zu verhindern. Okay, den anderen... Der hat auch schon Damage genommen. Okay, ja, stell dich mal da zum Support hin. Wir müssen hier also... Wie weit kann die denn schießen, die Artillerie, mit auf die erhöhte Stellung? Die hat jetzt eine Dreierreichweite. Okay, also hier anzugreifen ist Bullshit. Wir müssen also irgendwie von der Seite ran. Entlang der Straße wird das nicht viel nützen. Aber, liebe Leute, das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich weiß auch nicht genau, wie intensiv wir den Preview jetzt machen. Es könnte sein, dass jetzt die Woche erstmal, dass wir uns dieses Szenario oder diese Kampagne erstmal anschauen und dann wieder auf unsere reguläre Afrika-Kampagne zurückwechseln. Aber ich möchte euch natürlich einen umfänglichen Eindruck liefern, was denn in der spanischen Kampagne oder im spanischen Bürgerkriegs-DLC enthalten ist. Von daher werden wir uns, denke ich mal, ein paar, also denke mal die Woche jetzt, die jetzt kommt, damit beschäftigen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Nochmal der Hinweis, wenn ihr das DLC selber kaufen wollt, dann schaut gerne bei Games Planet vorbei. Den Link packe ich euch mit unten in die Videobeschreibung und ins erste angepinnte Kommentar. Aktuell ist der DLC noch nicht im Shop drinne. Er wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch bei Games Planet verfügbar sein. Im Moment kann man den noch nicht spielen. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch die paar Tage wartet, bis es dann auch im Shop von Games Planet kaufbar sein wird. Ihr müsst nichts mehr bezahlen, ihr spart sogar ein paar Euro im Vergleich zu Steam, wenn ihr euch den DLC darüber kauft. Wenn ihr überlegt, die Field Marshal Edition zu kaufen, die gibt es schon bei Games Planet und dort bekommt ihr das Hauptspiel plus beide DLCs, also das spanische Bürgerkriegs-DLC, was wir jetzt hier sehen, und dann auch noch das DLC im August kostenlos mit dazu. Das heißt, ihr spart ein bisschen Geld, wenn ihr jetzt die DLCs einzeln kaufen würdet mit dem Hauptspiel. Mein Dank geht noch raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, Ivendal, Xynam und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.